Heute vergleiche ich das Nokia 2.2 mit dem Nokia 2.4. Ein spannender Vergleich. Ich beschränke mich auf die Merkmale der Smartphones und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Geräten. Design. Im Bereich Design ist das Nokia 2.2 mit 52 zu 47 Punkten knapp vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 42 Gramm leichter, 5,7 mm schmaler, 19,9 mm kürzer und 12,9% geringeres Volumen. Das Nokia 2.4 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 0,6 mm dünner. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm gewinnt das Nokia 2.2 deutlich mit 49 zu 40 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 9,3% höhere Pixeldichte und Bildschirm ist immer an. Das Nokia 2.4 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 5,3% höhere Auflösung und 13,8% größere Bildschirmgröße. Leistung. In der Kategorie Leistung gewinnt das Nokia 2.4 deutlich mit 72 zu 65 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: zweifach schnellerer Prozessortakt, 32 GB mehr interner Speicher, nutzt Big, Little Technologie, 4 mehr CPU-Threads, 0.2 neuere Version von OpenGL-S und 1,7-fach höheres Benchmark-Ergebnis. Das Nokia 2.2 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 272 GB mehr externer Speicher unterstützt. Kameras. In der Kategorie Kameras gewinnt das Nokia 2.4 eindeutig mit 39 zu 29 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 15,4% mehr Megapixel der Hauptkamera. Es bietet eine manuelle Einstellung des ISO-Werts, unterstützt Serienbilder, es hat eine Doppelobjektivkamera und es bietet eine manuelle Einstellung des Weißabgleichs. Audio. In der Kategorie Audio ist das Nokia 2.4 mit 62 zu 56 Punkten deutlich vorne. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus: ein Mikrofon mehr. Akku. Beim Punkt Akku gewinnt das Nokia 2.4 haarscharf mit 65 zu 64 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 1,5-fach mehr Akkuleistung und unterstützt schnelles Laden. Das Nokia 2.2 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: hat einen austauschbaren Akku. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften sind beide Produkte ebenbürtig mit 72 Punkten. Das Nokia 2.2 ist in folgenden Merkmalen überlegen: unterstützt NFC und hat einen Kompass. Bei folgenden Eigenschaften ist das Nokia 2.4 überlegen: hat einen Fingerabdruckscanner und 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version. Ergebnis. Mit 45 Punkten liegt das Nokia 2.4 in der Gesamtwertung knapp vor dem Nokia 2.2 mit 41 Punkten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Smartphones unter dem Video verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Falls euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.